Hallo und herzlich willkommen bei Call of Duty Warzone Mobile. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ich kann jetzt schon Call of Duty Warzone spielen auf dem Tablet. Es ist ja schon offiziell raus. Nicht für den europäischen Markt. Wir sind natürlich wieder das Letzte, wie man weiß. Und dementsprechend kriegen wir das Spiel erst am 1. November. Doch das Internet ist einfach für jeden zugänglich. Und so auch jegliches Spiel oder Software, wo es irgendwo gibt, kann man irgendwie trotzdem dann spielen, wenn man weiß, wie man es macht. Gott hat VPN erfunden und somit war es auch möglich, hier wieder ein Vorab-Game zu bekommen. Dass wir es schon vorab testen können. Was sehr cool ist, man hat die Sprache Spanisch, Englisch und Französisch drin. Ich habe jetzt Französisch, weil Englisch schön und gut, verstehe ich auch gut. Französisch verstehe ich besser. Und nein, ich bin kein Franzose. Also, ich habe es heute Nachmittag, also besser gesagt, heute Morgen früh um 6 Uhr, als ich auf der Arbeit saß, scrollte ich auf TapTap und sah, dass das Spiel schon erhältlich ist über TapTap. Und sah auch gleichzeitig direkt, dass das Problem bestand. Scheiße, wir können es nur über VPN spielen. Wird es geil, in VPN zu spielen? Ja, ich habe es getestet und es war mal noch nicht so schlecht. Natürlich, die Texturen und so, die kommen nicht nach, weil trotzdem, das Spiel ist sehr netzintensiv. Also Leute mit schlechtem Internet sind hier etwas schlecht bedient. Dann sieht es so leicht pixelig aus, wie es jetzt momentan aussieht. Ist aber ja nicht schlimm, es geht um den Spielspaß. Nintendo-Qualität sieht gleich aus. Ist jetzt nicht schwer, sie zu dissen, aber Nintendo setzt ja auch nicht auf die Qualität des Grafiks, sondern eher auf den Spielspaß. Leute, die Call of Duty Mobile gezockt haben, werden sich hier sehr schnell wiederfinden. Also die Parameter, die Steuerung, alles ähnelt sehr stark an Call of Duty Mobile. Am besten zeige ich es. So. Hier sind wir in unser HUD Configurations. Also dieses Fenster kennt jeder. Ist jetzt nicht von Call of Duty erfunden worden. Gibt es fast in jedem Shooter. PUBG hat es am Anfang so gemacht und naja, jeder kennt es. Was mich gestört hatte, ist halt, ich tausche hier mal Sprung- und Rutschtaste. Die Einzelschussdinger brauche ich nicht, die schmeiße ich irgendwo hin, wo ich sie nicht brauche, in die Mitte. Wie ihr seht, das HUD ist vollgepackt mit irgendwelchem Scheiß. Was wichtig ist im HUD, sind solche Sachen wie, wo habe ich es? Das hier ist jetzt nicht so wichtig. Gut, wo ist denn das? Ist die Scheiße? Natürlich, nachladen mache ich wie gewohnt bei Call of Duty Mobile auf meiner linken Seite. Ja, es ist noch, man muss sich da etwas, keine Ahnung, was das ist eine
über den Schädel hauen. Ich muss selbst noch etwas rumexperimentieren mit dem Hardfire. Es gibt noch sehr viele Sachen, wo ich noch nicht so weiß. Dann gibt es hier die Einstellungen, einmal fürs Battle Royale, einmal fürs Multiplayer. Multiplayer ist soweit gleich. Glaube ich, er ändert die nicht. Ah, geil. Das ist geil. Die Parameter sind direkt für die beiden. Das gab bei Call of Duty Mobile war das Problem. Man musste immer den Modus wechseln und da war dann auch eine individuelle Einstellung für diesen Modus. Das bedeutet, hatte man einen guten Modus für sein Dings, dann hatte man es nicht für das andere. Man hatte zwar die Kopierfunktion, aber die war leider, fand ich persönlich, nicht so kompatibel, weil es waren aber Sachen, die nicht zu 100% rübergenommen wurden. Jedenfalls bei mir. Kann sein, dass es sich gebessert hat in der Zeit, weil ich nicht so viel Battle Royale auf Mobile gezockt habe. Ich lasse das jetzt mal so. Es gibt da noch... Was heißt das? Manuell Party... Keine Ahnung. Gameplay, Autorisation, Interface, Sensibilité, Graphisme. Graphisme, ja, Grafik habe ich auf volle Pulle gesetzt. Was mich jetzt stört ist, Sensibilité, Visée, pour chaque Zoom. Transition de la sensibilité vision auprès de zoom, réinitialisation l'angle, mais das ist nicht das, was ich suche. Ist das Ramassage auto des armes, Ramassage auto de l'arme, point de départ, l'équipement de l'arme, option de ramassage auto, priorité, bla bla bla. Et pour tourner, brauche ich nicht. Thomas Auto, Boutin, Franchissement automaté, Franchissement, mais sensibilité, Franchissement auto faible, Franchissement, parachute auto, ja. Et pour tourner, équipement protection automatique. Se prêter pour se relever, toucher le viseur avec rotation, toucher la tire avec rotation, annuler la stabilisation des armes, délai de sortir de la stabilisation d'armes moyen. Et automatique sur les objets. Voilà, je dois hier personnaliser. Limiteur de porte, tir, paramètre, fusil à pompe. Gut, hier muss ich noch etwas gucken. Da haben wir es ja. Visée, maintenir, appuyer. Das heißt, da, beim Scopen, sobald ich loslasse, geht er aus dem Scope raus. Das ist
für mich viel angenehmer. Parameter de Pression, Appui. Das geht auf Auto. Das ist die Lungensteuerung. Die kann man manuell führen oder automatisch. Da ich sowieso eher. Ups. Es gibt schon den Battle Pass, den können wir uns einmal ansehen, was es so Tolles gibt im Battle Pass. Also, wie es üblich ist in jedem Battle Pass, man hat natürlich den normalen oder den Premium. Im Premium kriegt man wieder CPs. Nimmeltaktik, Schmittrick. Das sind Black Cell Verkäufe. Hier gibt es Black Cell, also so wie auf den Konsolen und PC in Version. Sehr schön. Ich wäre froh, wenn das Bild weitergeht. Ah, okay, ich muss sie mal drücken. Okay. Jetzt besser. So, kriegen wir direkt mal ein animiertes Halloween-Bild. Also, wenn die Texturen jetzt so schrecklich aussehen, das liegt einfach daran, dass ich über das VPN laufe. Also, mein VPN... Einmal säubern. Ich weiß nicht, wieso er das hier runterlädt. Gut, dann ist das so. Ich bin auf dem schwedischen Server angemeldet. Ich habe knapp eine Rate von 13 Mbit in der Sekunde mit einem Upload von 2,79. Das ist sehr schlecht. Ich weiß, dass in manchen Teilen Deutschlands hat man so eine Internetleitung. Aber der Skin ist animiert, sehe ich schon gerade. Okay, verstehe. Wenn man den normalen Pass hat, kriegt man den Skin. Und wenn man Black Cell hat, kriegt man den Skin noch dazu. Okay. Black Cell Auto. ISO 9mm, okay. Uff, okay. Haben wir einen neuen Charakter, Soul Crusher. Okay, der leuchtet. Gibt's noch eine Waffe? Der sieht interessant aus. Milesbomb. Dann ein paar CPs. Necroplasma. Necroplasme. Der Skin sieht geil aus. Wir sehen schon, die Belohnungen gehen über 50. Nicht wie das gewohnte Level 50 System. Der sieht geil aus. Ich denke, geht bis 100.
letzte Waffe. Oder? Das sieht schon geil aus. Was kostet uns der Spaß? Hui. So, billig ist was anderes. Muss ich zwei? Ne, da kann ich einen Freund einladen. Geil, ein geiler Ping von 68. Salut Kim, wie humoret? Sorry, wenn ich den Nachricht nicht direkt gesehen habe. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Pour faire revenir vos coéquipiers morts au combat et gagner des points pour accélérer leur redéploiement. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Ich muss die Sense hier etwas erhöhen. Parametre, Command, Sensibilité. Da muss ich hier. Sind wir die mal auf 60? Nee, ja doch, ich kann die mal etwas erhöhen, die setze ich. Ennemis déployés dans la zone des opérations.
die Zone kommt, die Zone kommt. Gaz est à proximité. Drone ennemi actif. De résurgence est sur le point de fermer. Gaz en approche. Déplacement de la zone de sécurité. Ah. Ennemis déployés dans la zone des opérations. La résurgence n'est plus disponible. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Le gaz est à proximité. Vous allez devoir éliminer la cible mise à prix. Ah, disons là. Gaz en approche. Déplacement de la zone de sécurité. La résurgence n'est plus disponible. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Le gaz est à proximité.
will ja nicht rummeckern, aber tut mir leid. Ich möchte wieder Englisch. Wird es mal einmal testen, wie es sich anfühlt, wenn man es mit Controller spielen würde. Einfach nur aus Jux. Ich bin sowieso einer, der das hasst. Aber es ist rein zum Experimentieren. Okay, ist verbunden. Okay, der Controller ist dran. Dann testen wir das mal. Hello, everyone. Bin mal echt gespannt, wie das sich jetzt anfühlt. Es fühlt sich sowieso wie Cheaten an. Get yourself the proper warm-up. We'll be deploying soon. Also, es tut mir leid wegen dem Sound, der knistert etwas. Ich weiß, das hört sich vielleicht nicht so geil an mit dem Knistern. Es ruckelt auch etwas, aber... Alright, lads, let's get it done.
gehört. Schaut mal die, wo ich hier habe. Schauen. Enemy UAV active. Musst du etwas früher aufstehen, Kumpel. Objective update. Secure that position. UAV active. Hello there. Moin, Kevin. Geht's? Das ist schon. Okay, nicht interessant. Wow. Mann, was ist das? Jo, mir geht es gut. Zu dem Gang an Hi. Der neue Call of Duty Warzone Mobile zu spielen. Den aus momentan nimmt nach Polen raus. In Europa kommt das recht an Ende des Monats raus. Gut, steckt mich hart. Spatze noch mega los rum. Ja, ich komme in den Discord. Was meint Forst dann? Wir haben den Discord. Wir sind am Discord.
Mann, ich bin nur im Stirben. Easy. Doch, können wir machen. Ich mache noch 2-3 Partien. Machen die heute Stunden auch voll oder kommen nicht bei Partien mit? Ist sie schon am Discord von Sowels? Wo landet man dann schön ist. Gehen wir mal rein. Deployed. Target.
targets are up. Targets are up. There goes the... Anisch hat den selben Schuch nicht krit gehabt, Leute. Oha, schon Gulag. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Sit tight, mate. You'll be out there soon enough. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. If you lose, you're done. Aha. Erschlieben. Objective update. Secure that position. Enemy UAV active.
Sperrenschaltgedöter wäre hin. Target area marked. You're clear hot. Longbow 3-1 on approach. Strike it now. Impact. No hit. Verschwindet, kann ich nicht ausstellen.
Wir sehen allein will spielen. Ich konnte 4 zwar allein spielen, aber keine Ahnung, für was ich Lo, der nicht so erstellen kann. Ich schmeiß nach dem Match. Der Inhalt des Spiels in deinem Live ist für das Publikum nicht angemessen. Vielleicht solltest du diesen Live als halt geschützt markieren. Und statt nicht. Statt anderen. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Ja, aber wo kann ich das da anderen? Halt ein Dive. Die sind mal vielleicht witzig. Ja, okay, ich gebe dieses Spiel ist für junges Publikum nicht angemessen. Ja, schön, aber wie kann ich das anderen? Für ganz gerne der Lu anderen, aber ich hab immer 100 Mal, du Wichser.
Was ist denn Handy? Überlebt.
Easy. Live-Ausstellungen dann drin. Ja gut, wo ist dann Ausstellung? Da sind mir witzige Verein. Okay, du hast auch noch ein Account-Level, wo du rup kannst gehen, bis ab 5:50 Uhr. Okay. Das geht ab. Okay, da das für mich verschiedene Sets. Ich kann halt Multiplayer. Okay. Was mich ein bisschen sackt, was mein Handy überhaupt. Natürlich, mein Handy ist innen an. Aus. Moment, fällt der Ton. Ich hab keinen Bock, ein Speer oder so Scheiß zu kriegen. Dumm oder kannst du ja nicht, dass ich gerade läuft sind. Beschränkungen. Nee. Was soll die Scheiße? Wie, du kannst nicht einfach von so. Ja, dann außerdem eben so. Kannst mich das schon remunen. Boah. Geht für heute Tour mit Call of Duty. Aber jedenfalls, gesagt, richtig nice aus. Ich freue mich richtig bis für nächsten Mount. Das ist richtig der Wert denn. So, mein lieben Leute, wir sind das gleich rum bei Party Animals. Also, rede ich für gleich aus der Repapo rum on stage.